Wir waren noch bei der Codierung. Also das Entscheidende ist, dass Sie hier ein Codebuch sich definieren, in dem Lücken drin sind. Je nachdem, wie weit die Lücken auseinander liegen, wird der Code sicherer oder weniger sicher und hat der Code mehr Möglichkeiten zu korrigieren oder nicht. Hier konnten Sie nämlich eigentlich noch nicht mal was korrigieren. Hier können Sie nur erkennen, das ist falsch. Hier können Sie nicht sagen, ist es jetzt 0000 gewesen oder 0101 gewesen oder vielleicht sogar was völlig anderes, aber die wahrscheinlichsten hier beiden ursprünglichen Symbole sind natürlich, dass hier nur ein Bit gekippt ist, also entweder das Ding hier falsch war oder das da falsch war, aber Sie können nicht entscheiden, welches. Dumm. Hätten Sie es zum Beispiel dreifach gemacht, also 00, 00, 00 und dann wäre ein Bit gekippt, hätten Sie die Möglichkeit aus dieser 3 zu 1 Entscheidung zu entscheiden, was denn da wohl das Originalsymbol gewesen ist. So, und diesen Spaß haben wir eben mit den Karten auch gemacht hier. Hier ist das nochmal das Kartenbeispiel ausgeführt. Der Kartentrick. Auch hier wieder die umgedrehten Karten sind hier die Einsen und Sie sehen die gerade Parität in den Zeilen. Sogar in der letzten und in den Spalten. Und wenn dann hier der Junker umgedreht wurde, dann gibt es hier eben Fehler, weil hier die Parität ungerade ist und hier die Anzahl der Einsen auch ungerade ist und dann war es dann wohl der da, der falsch war. So, was man daraus lesen kann ist, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mal 4, 20 Nutzbits. Das ist ja der Nutzbitbereich hier gewesen und 4, 5 und 4, also 9 Redundanzbits. Das heißt also, wir mussten hier noch was zufügen, zusätzliche Informationen, eben gerade nicht Informationen, sondern Redundanz beifügen, um diese Karten hier zu nutzen, damit wir die und sich selber sichern können. Denn selbst wenn Sie hier jetzt eine Karte umdrehen würden, hier zum Beispiel unter den Redundanzbits, würden Sie auch da den Fehler merken. Selbst wenn Sie diese hier umdrehen, würden Sie feststellen, dass dann eben diese Zeile nicht stimmt und diese Spalte nicht stimmt und es dann wohl diese Karte war, die falsch war. Also hier ist jede, wirklich jede, auch die Redundanzkarten, sind hier gegen Fehler gesichert. Zum Beispiel 4B, 5B, das ist eher, damit die Hardware besser erkennen kann. Ja. Ja. Das ist schon jetzt Software, um zu erkennen, ob ich generell einen Bitfehler. Was ist denn so ein Pi mal Daumen wert, wo heute gängig ist? Was habe ich wirklich an Nutzdaten? Und wie viel ist da einfach nur Codierung, so Checksumme, also im Ethernet, beim Ethernet können Sie es ja sagen, da haben Sie einen 32-Bit-Code am Ende, Fehlercheck, Frame-Checksum am Ende bei CRC bei 1500 Octets, also 4 zu 1500. So, das ist beim Ethernet das, was drauf ist. Was auf dem Ethernet-Rahmen drauf ist. Sie blasen die ganze Geschichte durch 4B, 5B natürlich nochmal um 25% auf, wenn Sie den 10-Mbit-Code-Übertragungsstandard nehmen. Und Sie fügen noch ein bisschen vorne das Start-Frame-Delimiter, also vorne noch ein bisschen Synchronisierungsbytes und sowas dazu. So. So, das ist der Overhead dabei. Wenn Sie jetzt eine relativ schlechte Übertragungsstrecke im UMTS machen, dann haben Sie ungefähr den Faktor 1 zu 3. Also aus 3 Bits, die Sie übertragen, ohne die Steuerinformation noch, ne? Aus 3 Bits, die Sie übertragen, kriegen Sie ein Nutzbit raus. Das heißt, ich kann Ihnen Ihre Frage gar nicht so auf den Punkt beantworten. Es hängt extrem davon ab, von was für Kanälen wir reden. Wenn wir nämlich von einer einfachen kabelgebundenen Übertragung reden, wo in der Glasfaser ohnehin die Bitfehlerrate bei 10 hoch minus 12 oder sowas liegt, da musst du halt nicht viel tun. Ne? So, da kommt so ein Terabit vorbei und da ist eigentlich kein Fehler drin. Oder vielleicht mal einer. So, wenn Sie aber hier an der Rauschgrenze beim UMTS arbeiten, sieht das ganz anders aus. Da haben Sie Signal-Rauschabstände von wenigen dB. Damit sind Sie von vornherein in einer nackten Fehlerrate von einem Prozent oder sowas. Also Größenordnung entfernt von dem, was da im Glasfaserkabel passiert. Und da müssen Sie ganz andere Mechanismen verwenden. Ne? Also dann eben wirklich einen Faltungscode oder sowas da draufsetzen.
Verhaltenscode ist schon mal vorbeigekommen, ne? Da werden wir auch gar nicht so richtig viel drauf eingehen. Also von daher, die Frage ist nicht einfach beantwortbar. Es hängt vom System ab, hängt davon ab, was Sie wollen. Ja gut, aber ich habe jetzt zumindest schon mit gelesen, viel bekommen, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, damit es bei, also bei 377 Ohm die dreifache Menge ist. Ne? Also das ist schon... Bei 377 Ohm? Die, ja. Ja, kann das kann das Dreifache sein, das muss aber nicht. Wir werden ja später noch ein paar Funkstandards kennenlernen. Der Bluetooth hat auch nur 24-Bit-Checksumme, zum Beispiel. Also da macht man da auch nicht so viel. Der Zigbee-Standard oder 802.15.4 hat, meine ich, 32-Bit. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Also auch, er hat eine Checksumme mit wenigen Bits, aber er hat noch ein anderes Verfahren, um spektral aufgespreizt, also um sich gegen Fehler noch ein bisschen mehr zu schützen. Die Mobilfunkstandards haben solche, tatsächlich solche Faltungscodes. Auch der WLAN hat so einen Faltungscode drauf. Also sie arbeiten mit ganz anderen Mechanismen und haben da ganz andere Coderaten. Also dass das zum Beispiel aus 2 Bit 3 werden, haben schon mal 50% drauf. Ne? So, oder dann eben wirklich den Faktor 1 zu 3, also sie verdreifachen. Bis dahin, ja genau, das ist halt schon eine Menge. Ne? So, was können Sie hiermit noch machen? Sie könnten zwei Fehler, wenn sie denn richtig liegen, erkennen und korrigieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den hier noch drehen würden, würden Sie es auch erkennen können und korrigieren. Wenn aber der Fehler hier in der gleichen Reihe liegen würde, dann würde diese Reihe ja scheinbar wieder stimmen, aber die beiden Spalten hier würden nicht stimmen, sodass Sie also sagen könnten, okay, in diesen beiden Spalten ist wahrscheinlich ein Fehler, aber Sie wissen nicht, in welcher Reihe der war. Das heißt, Sie können nur erkennen, da war ein Fehler, aber Sie wissen nicht, wo er ist. Und damit können Sie ihn nicht korrigieren, den Fehler. Es gibt also zwei verschiedene Levels hier, nämlich einmal Fehler erkennen können und Fehler korrigieren können. Und das geht nicht immer 1:1 miteinander. Und es könnte natürlich passieren, dass Sie hier... nehmen wir mal an, Sie würden den drehen und den und den und den. Also Sie würden hier vier Fehler einfügen. Dann wäre eigentlich alles wieder richtig. Und dann würden Sie vier Fehler hier drin nicht erkennen können, sondern wird der ganze Block als gut durchgehen. So ist es halt. Also auch das kann passieren. Wenn zu viele Fehler drin kommen, dann kann es zufällig wieder passieren. Das, wir können auch nochmal hierauf zurückgehen oder vorgehen. Wenn hier 2-Bit-Fehler passieren, also der gedreht wird und der gedreht wird, dann ist das natürlich wieder nicht erkennbar, was denn eigentlich das Ursprungssymbol war. Ne? Beziehungsweise Sie würden eine Fehlentscheidung fällen. So, damit ist eigentlich das Wesentliche über die Codierungstheorie gesagt. Aber jetzt muss man natürlich noch überlegen, man macht das ja nicht mit Karten, die man da beim Mobilfunk durch die Gegend schickt, sondern wie macht man es denn wirklich? Also ich stand bei der Abstellung von einem neuen System. Ach, wirklich dann essentiell die Risikoanalyse für Fehlerübertragung dann echt zu machen. Das ist der Kern. Ja, das ist der Kern. So, und wenn Sie das geschichtlich betrachten, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass man früher relativ geringe Datenraten auch so in so einem Cat5-Kabel oder sowas gehabt von 10 Megabit. Da waren eben wenig Fehler drin, auch im Glasfaserkabel. Bis vor kurzem, sage ich mal, hatten Sie das Glasfaserkabel als relativ störungsfreien Übertragungskanal. Und da haben Sie sich nicht viel Gedanken drüber gemacht. Sie haben nur zugesehen, dass irgendwie der Block gesichert ist mit der Frame-Checksum. Das war's. Wenn Sie aber tatsächlich an die Grenzen der Kanäle gehen wollen, weil eigentlich haben Sie das Kabel gar nicht richtig ausgenutzt. Sie können mit dem Kabel wesentlich mehr machen, als man getan hat. Man hat eben eigentlich zu viel Leistung drauf gehabt, man hat zu wenig Bandbreite genutzt, nicht? Man ist einfach nur ein bisschen Bits rüberschicken. Und da muss nicht viel tun. So, wenn man jetzt aber an die Grenzen gehen will, wenn man also über die Glasfaser jetzt nicht 1 Gigabit, sondern 100 Gigabit rüber haben möchte, dann muss man da mehr tun. Weil dann nämlich die Energie pro Bit aufgrund der Zeit alleine schon wesentlich geringer wird und damit die potenzielle Anfälligkeit für Fehler auch größer wird. So, wenn Sie nur mal eben so ein paar Meter Funkübertragung machen wollen, dann müssen Sie nicht viel tun. Wenn Sie aber versuchen wollen, jemanden noch in einem Gebäude, vielleicht sogar in der Tiefgarage, zu ermöglichen, zu telefonieren oder einen Download zu machen, dann müssen Sie sich mehr überlegen. So, das...
Und wenn Sie jetzt gleichzeitig noch versuchen wollen, wirklich an die, wir haben die ja schon angesprochen, an die Chen-Grenze ranzugehen, wo war sie denn? Ich finde sie nicht mehr. Da weiter oben. Da ist sie, ne? So, wenn Sie wirklich hier den Kanal optimal ausnutzen wollen und wenn Sie 100 Millionen D-Mark für einen Funkkanal bezahlt haben, was bei der UMTS-Versteigerung 2000 so war, wenn Sie 100 Millionen D-Mark dafür bezahlt haben, dass Sie den Kanal ausnutzen wollen, dann wollen Sie da nichts verschwenden. 100 Milliarden, Entschuldigung. Drei Größenordnungen vertan. Ne? Das sind 50 Milliarden Euro geflossen, damit man Mobilfunk machen darf, damals. Und da wollen Sie hier nichts verschwenden. Das wollen Sie so gut ausnutzen, wie es eben nur geht. Es spielen für die Effizienz von einem Mobilfunksystem noch andere Faktoren eine Rolle, aber das ist immerhin einer davon. Ne? Ja, und um da hinzukommen, müssen Sie eben die passende Codierung anwenden. Und da gibt es noch einen Aspekt, den man hier rausgreifen muss. Denn was wir hier jetzt geschickterweise ja gemacht haben, wir haben jetzt ja irgendwie alle Bits miteinander verknüpft über diese Geschichte hier. Das hatten wir in dem ziemlich stupiden Code, den ich hier unten drunter stehen habe, nämlich nicht gemacht. Da haben wir nicht irgendwie alle Bits gemeinsam betrachtet und dann noch am Ende irgendwas angehängt oder sowas und die miteinander verrechnet, sondern da haben wir tatsächlich jedes einzelne Bit für sich wiederholt und daraus eine Fehlerkorrektur gemacht. Das kann man auch machen, aber ist natürlich beliebig uneffizient. Und dann müssen Sie wirklich 1 zu 1 oder 1 zu 3 ein Bit einfach wiederholen. Geschickter ist es, da etwas weniger zu tun, also auch das ist kein effizienter Code hier, nicht? Aber da etwas weniger zu tun und eben tatsächlich hier immer 5 miteinander zu verrechnen und daraus dann ein 6. zu generieren oder hier 4 und daraus ein 5. oder dann eben hier das 30. oder so, ja. Ja, das bestimmt die Latenz. Also genau diese, wie viele Bits will ich verrechnen? Also ganz grob gesprochen, wir machen keine großen Analysen dazu, aber ganz grob gesprochen ist es so, ein Code wird umso mächtiger, je größer der Block ist, je mehr Bits ich verwende, um daraus die Redundanz zu bestimmen. Weil dann irgendwie im letzten Bit noch oder in dem letzten Redundanz in der letzten Redundanzinformation noch Informationen vom ersten Nutzbit drinsteckt und das ist eben über eine lange Zeit auseinander, die sind weit auseinander. Das heißt also, dass da der gleiche Fehler aufgetreten ist, die Chance ist extrem gering. So, sowas kann ich tun. Ich könnte ja eine ganze CD aufnehmen, alle Bits miteinander verrechnen und dann hinterher wieder auspacken. Mit so einer MD5-Checksumme oder sowas darüber laufen lassen, dass ich am Ende weiß, stimmte oder stimmte nicht. So was macht man ja beim File-Download. Aber dann ist der Block eben auch 300 Megabyte oder 600 ist eine CD, ne? Also eine Stunde warten ist die Latenzzeit. So, wenn Sie das nicht wollen, was beim Telefonat ein bisschen doof ist, nicht? Also einer hat was gesagt, eine Stunde später kommt es dann wieder raus, sondern wollen Sie Latenzzeiten haben von wenigen Millisekunden, dann können Sie natürlich nur die Information von wenigen Millisekunden abwarten, verrechnen, übertragen, zurückrekonstruieren und dann wieder ins Ohr des anderen blasen. Also ja, das bestimmt die Latenzzeit. Und ist von der Applikation her abhängig, was Sie sich gönnen können oder gönnen wollen. Sie können natürlich bei einer CD beispielsweise, die ohnehin läuft, sich größere Blöcke gönnen als bei einem Telefonat, wo Sie ad hoc einen Dialog führen wollen. Ja. Und da ist eben die Blocklänge ist ein Parameter, eben aber auch nur ein Parameter davon. Okay, dann haben wir lineare Codes. Wie viel haben Sie über Hamming-Codes und Hamming-Distanz und so erfahren mittlerweile? Schon alles mal gehört, ja. Wer will es jetzt nochmal hören? Das ist keiner. Gut. Ja, nee, müssen Sie sagen. Bitte? Ach, das geht ja nicht um die. Also, wenn wir das hier nicht besprechen, kommt es doch nicht in der Klausur dran. So, können wir alle nach Hause gehen? Wird gar nicht besprochen, ne? Umso besser. Ja, einen habe ich manchmal auch. So,
Trotzdem ist natürlich für unsere Zuschauer zu Hause an den Endgeräten nicht so angenehm, wenn wir jetzt so schnell durch diese Slides gehen. Aber es ist ja sowieso nur für Sie. Und ich denke, dass ich es bis Mitte April dann auch schaffe, sich mal hochzuladen. Also ich warte einfach, bis ich meinen Hoster getauscht habe. Ich habe keine Lust, da jetzt Aktion zu machen und dann nochmal. Das ist einfach der Punkt. Aber eine meiner Domains ist schon umgezogen. Es fehlen noch die anderen beiden, aber da ich jetzt erst im Urlaub bin und dann und so weiter. Nee, Dual Plus ist noch die alte, die ibtrigo.de ist umgezogen. Aber das will ich nicht jetzt machen, weil wenn ich es jetzt starte, dann zieht er nämlich um, während ich im Urlaub bin und dann ist es ein paar Tage down. Dann warte ich am Verlieber noch ein paar Tage und ziehe dann um. Okay, jetzt sehen Sie aber nichts von, dass es umgezogen ist. Hoffentlich. Okay, so, wir haben hier zunächst mal grundsätzlich die Struktur hier, dass wir ein Codewort von n-Bit haben, da sind k-Bit-Daten drin und wir haben Redundanz-Bits mit der Länge m oder mit der Anzahl m und das ist eben genau die Gesamtlänge minus die k der die wirklich Daten. So, wir haben hier, hier geht es um Vokabellernen eigentlich, wir haben hier einen separierbaren oder systematischen nk-Blockcode. Das möchte ich noch gerade erwähnen, damit man sich da orientieren kann. Separierbar heißt, ich kann Daten und Redundanz einfach so auseinandernehmen. Das muss nicht unbedingt so sein. Und systematisch heißt das Gleiche. Und nk sind eben die beiden Längen hier, die man hier vorliegen hat. Also n die Gesamtlänge, k die Anzahl der Daten da drin und Blockcode, weil es eben ein Block ist. Also man wartet einen Block ab und dann packt man eben die Redundanzinformation dahinter und nicht, wie man das zum Beispiel beim Faltungscode oder sowas machen könnte, wo man on the fly alles miteinander verrechnet. So. Wenn wir jetzt einen linearen Code haben, also wirklich lineare, dann kann man den darstellen über eine Matrixmultiplikation. Und zwar kann man sich eine Generatormatrix aufbauen, die aus den Datenbits x hier bis k die gesamten Codebits b1 bis bn generiert. Das heißt also, dieses g ist jetzt hier für den Fall eines systematischen Codes muss da drin natürlich die Einheitsmatrix sein, weil ja aus den Datenbits wieder die Datenbits werden. Also ich gebe Datenbits rein und dann kommen auch wieder Datenbits raus. Und dann muss irgendwie da am Ende noch eine Verrechnung da sein für die Redundanz. So, die Rechenvorschrift ist die hier. Sieht ein bisschen komisch aus, weil so kennen Sie, glaube ich, die Matrixrechnung nicht. Aber so kann man das aufschreiben und das ist für das, was wir hier tun, ganz vorteilhaft. Wenn ich nämlich jetzt hier mal meinen Vektor, dann nehmen wir mal ruhig den x1 und genau mit der Matrix hier, dann haben wir x1, x2 mal 1, 0, 0, 1. Wer ist eigentlich hier der Stifterwart? Genau. So, dann können wir jetzt hier die Vektor-Matrix-Multiplikation ausführen. Also das mal das macht x1, der mal der macht den x2er und der mal der macht den x1, xor, x2. So, und das wären dann die drei, die übertragen würden. Und das hier ist natürlich die einfache Parität. Und das ist mein transponiertes B. Also transponiert deswegen, weil ich es einfach flach gelegt habe. Ne? So, dann schreibt sich das nämlich auch so dahin. Gut. Wenn Sie jetzt mal gucken, was wäre denn der ungerade, die ungerade Parität? Also ungerade Parität heißt, Sie haben immer eine ungerade Anzahl von Einsen da stehen. Heißt also 0, 0 würde zu 0, 0, 1 werden. Das Problem hier ist, das ist ein XOR mit einer NOT-Verknüpfung dann dahinter.
Aber das Dumme ist, das ist ein nichtlinearer Code. Deswegen ist das eigentlich ein Gegenbeispiel, weil nämlich die ungerade Parität nicht darstellbar ist mit so einer einfachen Matrix-Vektor-Multiplikation und deswegen eben kein linearer Code ist. Kann man trotzdem nutzen, aber ich wollte nur mal sagen, also selbst solche einfachsten Dinge lassen sich nicht unbedingt mit dieser Systematik hier abbilden. Okay, grundsätzlich würde diese Matrix jetzt so aussehen. Kann man ein bisschen aufblasen. Ich habe hier jetzt nochmal die kleine gemacht. Nicht? Das wird eben eine rechteckige Matrix hier mit G1, 1 und so weiter bis GKN hier unten. Also Anzahl der Nutzbits, Anzahl der Gesamtbits hier. Dass es rechteckig wird, haben wir gesehen. Die Verknüpfung hier ist immer eine XOR-Verknüpfung an der Stelle hier. Also deswegen mit diesem O plus da geschrieben. Und die Multiplikation ist natürlich die 1 mal das Nutzbit und dann XOR mit den anderen. Ne? So, und wenn ich hier tatsächlich eben die Nutzbits wirklich raus haben wollte, dann muss ich mindestens hier oben eine Einheitsmatrix generieren, wo also hier bis zur Diagonalen runter, das ist ja kein Element mehr da, also bis dahin eben alles Einsen hier stehen und der Rest dann eben da Nullen sind, bis auf dann die Redundanzspalten, da ist dann was anderes drin. Sodass ich das hier aufteilen kann in einmal die Einheitsmatrix, das hatte ich eben schon gesagt, und die Permutationsmatrix hier hinten, da und da steckt dann eigentlich die Redundanzgenerierung drin. Also einfach nur, dieser vertikale Strich ist eigentlich nur grafisch da reingezogen, in der Matrix steht ja natürlich nicht drin, aber das ist so die Aufteilung dieses Dings. So, was kann sowas jetzt? Kann man das irgendwie einigermaßen systematisch untersuchen? Ja, das kann man. Man muss jetzt nämlich untersuchen, wie weit eigentlich liegen die Codewörter auseinander. So, und da weiß man zum einen, dass die 0000000000000 auf die 0000000000 abgebildet wird, weil es ist ja linear. Nicht? Wenn ich irgendetwas mit 0 multipliziere, kommt auch wieder 0 raus. Also muss ich eigentlich nur gucken, wie groß ist der, also und das ist ein gültiges Codewort. Ich muss also jetzt eigentlich dann auch nur noch gucken, wie groß oder wie viele Einsen hat das Code, das nächste gültige Codewort oder das Codewort, das die wenigsten Einsen hat. Klar geworden? Ja. Ne? Also ich muss einfach gucken, welches Codewort hat die wenigsten Einsen und das ist eben dann der Abstand vom Nullvektor und das ist eben auch der minimale Abstand der Codewörter in diesem Codebuch überhaupt. Und damit habe ich die Leistungsfähigkeit von dem Ding rausgefunden. So, gucken wir uns ein Beispiel an. Hier der Hamming-Code, der ist nämlich genauso aufgebaut. 7,4, also 4 Bits als Datenbit und dann zusätzlich 3 Permutationsbits dazu. Wenn Sie sich das ausrechnen, dann kriegen Sie hier natürlich raus, also B1, 2, 3 und 4 ist klar, das ist jeweils immer das Datenbit, das da rausgezogen wird. Erst bei 5, 6 und 7 wird es interessant und 5 ist eben der Einser mit dem Dreier, mit dem Vierer. 6 ist der Einser mit dem Zweier, mit dem Vierer. Und der Siebener ist der Einser mit dem Zweier, mit dem Dreier. Relativ einfach aufgebaut. Und Sie können das Ganze auch als Schieberegisterdarstellung, die kennen Sie vielleicht etwas eher, aufschreiben, dass Sie nämlich erstmal hier die ganzen Daten reinschieben. Dann wird hier über diese Logik hier, das ist eigentlich die XOR-Verknüpfung hier, werden die Redundanzbits generiert und wenn das alles passiert ist, also die einmal reingeschoben worden sind, die Berechnung passiert ist, dann können Sie zunächst mal die 4 Datenbits hier aus dem Ausgang rauszaugen, dann schalten Sie um und dann kriegen Sie noch die 3 anderen Bits dahinter. So, also es gibt zur Berechnung hier, auch wenn ich das über Matrizen hier formal einführe, natürlich
effektivere Darstellungen. Sie würden wahrscheinlich nicht in einem Computer auf die Idee kommen, dass Sie da zur Kodierung irgendeine Matrix-Vektormultiplikation ausführen. Das ist nämlich extrem aufwendig und macht auch keinen Sinn, weil eigentlich alles Nullen drin stehen, ne? Sondern Sie würden da wahrscheinlich eher auf so eine hardwarenahe Darstellung rübergehen mit Schieberegister. Das ist aber völlig analog. Sie können immer das wählen, was Ihnen gerade am besten passt. Es kommt das Gleiche raus. So, das ist gesagt. Und von unserem, ich habe sie nur noch nicht beigefügt, von unserem Kartenspiel ist das die Generatormatrix. Die Nullen habe ich mal der Unübersichtlichkeit halber weggelassen, die können sich dahin denken. Einzige, was fehlt, ist die letzte Karte fehlt, ne? Die letzte Karte in die Ecke habe ich nicht gepackt. Parität von der Parität. Ja, die müssten wir jetzt mal gerade generieren. Das machen wir jetzt mal zusammen. Da muss ich es nämlich nicht alles einzeln tun. Und wie müsste die aussehen, die letzte Spalte dann? Ja, es musste gerade Parität sein, weil es linearer Code ist. Also ich habe das Kartenspiel auch gleich so hingebaut, dass es linear wird, weil sonst ich habe mich ja selber ausgetrickst hier und dann irgendwelche didaktischen Ungereimtheiten hier drin, was da wieder zu Fragen führt und das wollen wir ja nicht. Das heißt, es muss symmetrisch sein. Ne, das geht ja nicht. Sie haben ja als Eingabe, haben Sie ja bloß die Datenbits, also diese hier 4x4, 16. Danke, da muss noch eine Zeile dazu. Ja, das geht ja nicht. Sie können ja nicht mehr dazu packen. Wenn Sie eine Zeile dazu packen, heißt das ja, Sie haben mehr Datenbits, die Sie reingeben. Das haben wir aber nicht. Wir haben 16 Datenbits und Punkt. Wie? Teil rüber mit Einsen. Naja, pass auf, was wir bislang, also Sie können es ja hier nochmal sehen, also die Zuschauer zu Hause an den Endgeräten natürlich nicht, aber Sie können es ja hier nochmal sehen, das ist das, was wir jetzt aufgebaut haben, nur nicht mit 4x4, sondern mit 2x3. Die Matrix ist für 4x4. So, und das ist mit 4x4 und hier fehlt jetzt einer und das fehlt da, die fehlt da auch noch. Und Sie haben aber nur diese 6 als Eingabe, das ist ja hier, also dann. Ja, bis da. Das ist doch Ja, wo ist der erste Byte? Bit. Er ist der erste Bit. Da. Und Das das ist zweite der ist hier und zweite. das dritte da. Ja, aber wenn ich dann das neue 8 tippe, dann sind das ja gerade mal 2 Byte. Weil ich habe ja 2 Bit. Byte spielt gar keine Rolle hier. Interessiert nicht. Das ist zwar eine mögliche Einheit, aber Das heißt, wir das reden sind jetzt also 4 mal nur auf der 4. Bit-Ebene. Das heißt, das sind jetzt 16 Zeilen. Das sind 16 Zeilen und Spalten bis hier. Und 16 Zeilen Ja, insgesamt. jetzt glaube ich langsam. So, und das ist die Generatormatrix und Sie würden in dieser Manie hier die Datenbits hier flach liegend dran multiplizieren, damit Sie das gesamte Kodierte rauskriegen. So, und was wir dann machen, wir schieben natürlich über diese Einheitsmatrix, ich wiederhole mich jetzt, über diese Einheitsmatrix schieben wir natürlich eigentlich die Datenbits nur durch. So, und damit generieren wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also der Punkt ist jetzt,
Ich generiere. Also wenn wir jetzt das Spiel, wir können ja wieder auf das Spiel zurückgehen, das ist ja viel übersichtlicher, ne? So, wenn wir jetzt, wir haben als Eingabe nur die oberen 6 hier, in dem Fall die 16. So, wir müssen aus diesen 6, müssen wir jetzt tatsächlich die letzte Karte hier, das entspricht der letzten Spalte hier, generieren. Ich habe sie generiert aus denen hier. So, bitte? Genau. Das ist alles. Ne? Und wir können sie nicht aus denen generieren, weil uns die noch nicht zur Verfügung stehen. Uns steht aber das für das zur Verfügung und dann würde es heißen, wir müssen eigentlich alle 6, respektive 16, miteinander einmal XOR verknüpfen, damit wir die Parität hier unten in der Ecke kriegen. Das heißt, was hier fehlt, ist eine komplette Spalte, Einsen. Okay? Ach so, ist ja einfach. Bitte? Ihr seid so müde, kommt das? Ja, das unbedingt. Ich weiß es nicht. Sie holen gleich ein paar Stifte, ne? Ja. Danke. Wir hatten mal eine Zeitschule. Ich krieg nicht, was ich gegessen habe. Wir hatten mal eine Schulung über Zeitmanagement. Da hat uns der, der das doziert hat, uns gesagt, man lernt auch im Schlaf. Also es bringt auch was, wenn man schläft und nebenbei läuft die CD und blabbert einmal. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Also es kommt immer was an. Soll das jetzt heißen, Sie wollen jetzt schlafen und ich soll hier vor Schlafenden reden, oder was? Das wäre gut. Ja, ich sage, das ist genau so effektiv. Ja, ich sage, es kommt trotzdem immerhin. Also am allerbesten lernen Sie, wenn Sie selber mitdenken, wenn Sie selber was machen. Das ist die beste und effektivste Variante. Aktiv dabei sein, aktiv fragen, aktiv mitmachen. Das, aber das liegt doch so ein bisschen an Ihnen. Ich meine, Sie sind ja nur mittlerweile, glaube ich, alle über 20. Ne? Und da kann man ja von so einem 20-Jährigen, das ist ja dann schon bald voll strafmündig, ne, auch erwarten, dass er oder sie an seinem eigenen Glück zum Bachelor mitarbeitet. So, der Punkt ist jetzt ja, kodieren ist ja schön. Ich muss nur auch das Ganze wieder zurück, also dekodieren können. Ne? Also ich muss ja auch die Ergebnisse wieder rauskriegen können. Und da ist die Frage, wie ich das jetzt mache. So, also im Prinzip brauche ich jetzt einen dualen Code. Das hat nichts mit dualem Studium zu tun. Ne? Und zwar muss der so generiert sein, der Code respektive die Prüfmatrix dann an der Stelle, sodass eben das, was ich da reingebe, also die gesamten Codebits, die übertragen worden sind, mal diese Matrix 0 ergibt. Das ist eigentlich genau dasselbe wie mit der Checksumme. Ne? Sie probieren es mit der Checksumme dann eben aus. Und wenn diese Checksumme dran ist, dran multipliziert wurde, dann kommt eben da 0 am Ende raus. So, diese H ist auch die Prüfmatrix und HT ist die transponierte der Generatormatrix des dualen Codes. Also nicht das G transponiert, sondern irgendwie der Code, der dann, den wir noch zwischendurch konstruieren müssen. Und dann ist im H die Prüfmatrix. Und ja, es muss eben gelten, dass dieses B rauskommt, und zwar für alle möglichen Codes, sodass wir dann haben müssen, dass eben die Generatormatrix mal eben das, was wir jetzt als dualen Code hier verwendet haben, gleich 0 ergibt. So, das ist letztlich die Bildungsvorschrift hier für die Prüfmatrix H. Und das H kann ich jetzt eben hinschreiben. Ich schreibe es erstmal als Behauptung hin und dann kommt der Beweis, dass das auch wirklich so ist. Also es ist eben die Paritäts-, die Permutationsmatrix, die wir vorher schon hatten, transponiert. Und hier unten muss ich das Ganze auffüllen mit der Einheitsmatrix mal wieder, damit einfach nur was durchgereicht wird. So, und wenn ich jetzt diese Multiplikation hier
ausführe, also G mal H transponiert, dann ist das eben die Einheitsmatrix mal P, das ist das G. Und hier das P steht da oben nochmal wieder, mal das I da unten drunter an der Stelle. Und das ergibt dann zusammen immer 0. So. Sollen dazu noch irgendwas sagen? Kurz was zu der Notation fragen. Ja, klar. Zwei Striche neben dem Buchstaben. Matrix? Ja, nimm mal einen Strich. Ich mach zwei. Ich habe schon immer zwei gemacht. Also auch im ersten Semester. Aber da haben wir, glaube ich, nicht so viele Matrizen. Nicht so viele, aber schon welche. Ja. Wir haben aber nicht so viel mit Matrizennotation gemacht, das ist, glaube ich, auch richtig. Sie hatten da mal die Widerstandsmatrix und so beim Massenstromverfahren oder die Leitwertmatrix beim Knotenpotentialverfahren. Die habe ich auch voll hingeschrieben, aber ich habe sie mindestens einmal auch nicht voll hingeschrieben. So, für diesen einen bislang betrachteten Code ergibt sich eben dann, dass das einfach nur alles Einsen sind für die Generatormatrix, die sich hieraus ergibt. Kann man das Ganze irgendwie nochmal nachvollziehen und vielleicht sogar beweisen? Wo ist denn jetzt hier? Ja, da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach. So Leute, die machen das Fenster auf und dann müssen alle anderen frieren. Am besten sind die, die das Fenster aufmachen und dann weggehen. Die habe ich am liebsten. Okay, so. Gucken wir uns an, was passiert, wenn wir hier eben x1, x2, x1, x2 multiplizieren mit eben hier dem h. Und zwar, die Vorschrift wäre jetzt ja hier h transponiert, was wir dran multiplizieren müssen. Also 1, 1, 1. Das sieht ein bisschen komisch aus, ist aber letztlich auch nichts weiter als eine Matrix-Matrix-Multiplikation. Nicht? Diese Matrix wird mit der Matrix multipliziert. Das heißt, wir kriegen hier raus x1, XOR verknüpft x2, XOR verknüpft x1, ups, x2. So, und das muss 0 ergeben. Gibt das 0? Also muss ja, ne? Ich habe ja x1, x1, x2, x2 und das muss ja 0 sein, wenn ich das umsortiere. Ne? Ist ja auch nichts weiter als eine Addition. Additionen darf ich ja sortieren, wie ich gerne möchte. So, also damit wäre dieses Beweischen hier erbracht, dass die Einser-Matrix hier sich daraus ergibt. So, für den 7-4er-Code müssen wir das auch noch machen. Oder können wir das machen? Da gebe ich das Ergebnis doch einfach nur mal an. Das heißt, nee, das Ergebnis brauche ich gar nicht angeben, sondern wir haben es ja hier die Bildungsvorschrift schon stehen, also hier die transponierte Permutationsmatrix und dahinter dann eben die Einheitsmatrix. Und dann ist eben das hier die Prüfmatrix für den 7-4er-Code. So, auch da kann man das auch da kann man jetzt den Beweis führen, was ich hier nicht gemacht habe, denn der ist allgemein ja oben drüber passiert. Was ich jetzt aber natürlich tue, ist, alles ist gut, wenn 0 rauskommt. Das war die Forderung. Ne? Wenn ich das also das eine mit dem anderen multipliziere und es kommt 0 raus, dann ist gut. So, der Trick bei der Codierung ist ja, dass nicht unbedingt immer 0 rauskommt. Weil ja beispielsweise auf dem Übertragungskanal ein Fehler passiert. Oder jemand eine Karte umdreht oder sonst irgendetwas ist. Und wenn das passiert, dann kriegen Sie eben am Empfänger nicht das B-T, das ursprünglich gesendet wurde, sondern eben ein B-Stern-T. Stern heißt einfach nur was anderes halt. Ne? So, und das müssen Sie nach wie vor multiplizieren mit dem mit der transponierten Prüfmatrix. Und dann kriegen Sie ein Syndrom raus. Also so heißt das Teil hier, Syndrom. Ja. Und dieses Syndrom, das können Sie sich jetzt angucken hier im Detail. Und das Syndrom wird 0, wenn alles okay ist.
Und wenn es nicht 0 ist, dann ist lässt dieses Syndrom eben zu, dass Sie auf den Fehler schließen können. So, das Beispiel ist jetzt hier gezeigt nochmal in der Schieberegisterdarstellung. Nicht? Das müssen Sie ja. Es ist ja relativ ungeschickt, wenn Sie jetzt auf so einem kleinen Arduino oder was noch klein, noch, einem noch kleineren Chips mit Matrix-Vektor-Multiplikation oder sowas anfangen, sondern die Schieberegisterdarstellung funktioniert besser. Und im Endeffekt passiert hier nichts weiter, als dass hier alle Code-Bits miteinander irgendwie verknüpft werden. Wir können uns gleich nochmal die Matrix angucken, ob das passt und dann eben das Syndrom dabei rauskommt. Und wenn Sie das bei 7, 4 machen, hätte jetzt besser 2 gehabt. So, dann haben Sie 1, 2, 3. Also, erster, dritter und vierter haben wir das so. Ah, und den fünften habe ich vergessen, ne? Erster mit dritter und vierter und fünfter. Erster mit zweiter und vierter und sechster. Und dann kommt noch beim letzten der siebte dazu. So, da haben wir nämlich hier den ersten mit dem dritten, mit dem vierten, mit dem fünften. Und dann hier den ersten mit dem, das wird ein bisschen unübersichtlich, zweiten mit dem vierten, mit dem sechsten. Und im letzten haben Sie hier noch den ersten mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem siebten. Also Schieberegisterdarstellung ist äquivalent zu dem, was Sie mit der Matrix hatten. Wenn Sie sich jetzt die Syndrome angucken, dann müssen wir die Tabelle ausrechnen. Sie wissen, dass Multiplikation eines richtigen Codeworts B mit der Matrix 0 ergibt. So, also können Sie das richtige Codewort oder B Stern ja aufteilen als B, also das, was original geschickt wurde, plus ein Fehlervektor. So, und wenn Sie jetzt ausführen B Stern mal H, was transponiert? Ich glaube wohl, ne? Genau. Dann wissen Sie ja schon, dann können Sie es ausführen als B transponiert plus E transponiert mal H transponiert. Und Sie wissen, dass das mit dem gleich 0 ergibt. Also können Sie hinschreiben, das war ja das Syndrom. S ist gleich E transponiert mal H transponiert. Also reicht es tatsächlich, den Fehlervektor zu betrachten und den Fehlervektor mit der Prüfmatrix zu multiplizieren und dann das Syndrom zu kriegen. So, das haben wir hier getan. Wenn der Fehlervektor 0 ist, kommt 0 raus. Wenn der Fehlervektor 1 ist, können wir da oben mit dem Schieberegisterdarstellung uns angucken. Also an erster Stelle steht die 1. Die geht auf jedes von diesen Dingern, das heißt also das Syndrom wird 1, 1, 1, was hier steht. Oder andersrum, wenn Sie aus dieser Operation hier Syndrom mit 1, 1, 1 rauskriegen, dann wissen Sie, an erster Stelle war der Fehler. Und dann können Sie korrigieren, drehen Sie das Bit um und alles ist gut. So, beim zweiten, dritten und so weiter geht das entsprechend weiter. Sie können jetzt also hier Einzelbitfehler durchpenetrieren lassen durch das ganze System. Und kriegen dann immer das Syndrom dazu. Verwenden würden Sie es genau andersrum als Syndromtabelle. Wenn Sie also 001 rauskriegen, wissen Sie, an der letzten Stelle war das Bit falsch. Ja. Gut, das Ganze haben wir hier nochmal ausgerechnet. Und jetzt geht es eigentlich darum, was ist die Leistungsfähigkeit des Codes. Nämlich, was kann er? Und wenn Sie jetzt eine Hamming-Distanz von dmin haben, das ist eben genau das, was hat das Codewort, oder wie viel, eigentlich die Frage, wie viele Einsen hat das Codewort mit der geringsten Anzahl von Einsen, dann wissen Sie, dass n-1 Fehler erkannt werden können und dmin halbe Fehler, und zwar kleiner dmin halbe Fehler,
können korrigiert werden. So, bei dem Paritätscode, den wir hier hatten, dem ganz einfachen, hatten wir ein D-min gleich 2. Und damit können Sie einen Fehler erkennen, aber keinen korrigieren, weil Sie nämlich nicht wissen, wo dann der Fehler war. Und wenn Sie den 7-4er nehmen, dann können Sie, der hat einen D-min von 3, dann können Sie zwei Fehler erkennen bzw. einen korrigieren. Folgt daraus. So, mehr eben nicht. Gut. Wollen wir das Ganze nochmal untersuchen für das Kartenspiel? Oder sind Sie zu müde dazu? Ich hätte noch eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, was wird heutzutage üblicherweise verwendet oder kommt es auch wieder auf den Kanal an? Das kommt auf den Kanal an. Oft verwenden Sie irgendwelche Checksummen. Das geht sehr nah an diese Geschichten hier ran, aber da arbeiten Sie eher so auf Block-Byte-Ebene. Die werden eigentlich nur verwendet, um Restfehler rauszufinden. Also um zu sagen, da war ein Fehler oder da ist keiner, nicht wirklich zur Fehlerkorrektur. Einer der ganz häufig verwendeten von Ihnen wahrscheinlich auch ist in der IBAN drin. Die IBAN hat so einen Fehler, eben nicht so einen Fehlererkennungscode dabei. Können wir gerne mal ausrechnen, wie der funktioniert. Auch zum Beispiel auf der Nummer des Personalausweises oder so ist sowas drauf. So, dann wird weiterhin gerne verwendet ein Reed-Solomon-Code. Das ist auch so ein Arbeitspferd im DVB-T, ich meine im DAB sogar auch. Bei ganz vielen Funkübertragungsmechanismen auf der DVB, also auf der Disk, auf der CD ist der drauf, aber auch bei ganz vielen, anderen Kommunikationsvarianten, drahtlos, drahtgebunden. Der hat einfach den Vorteil, den können Sie sehr schön an den Kanal anpassen, also da können Sie vorher sich überlegen, wie viel Redundanzbits wollen Sie denn haben, was soll er denn können, und dann bauen Sie sich den entsprechend zusammen. Und er arbeitet gleich auf Bytes. Also auf Bit-Ebene arbeiten ist ja für Mikrocontroller nicht so richtig effektiv. Das können Sie sicherlich ganz gut machen mit dem FPGA oder sowas. Ne? Oder wenn Sie es wirklich in Hardware gießen wollen, aber auf dem Mikrocontroller wirklich mit Bits zu arbeiten, ist schlichtweg ist Verschwendung, weil Sie eigentlich immer mit einem Byte unterwegs sind. Ne? Und der Reed-Solomon-Code, der erlaubt das eben von vornherein. So, dann verwendet man ganz viel Faltungscodes. Die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die funktionieren noch prinzipiell anders. Und man verwendet mittlerweile im Ethernet auch sehr gerne LDPC, also Low Density Parity Check Codes. Die gehen in die Richtung Matrix und hier und sowas, sind aber anders aufgebaut als die Hamming Codes hier. Also der Hamming Code als solcher taucht eigentlich nie auf, außer in Vorlesungen. So, was sollten wir jetzt ausrechnen? Was der kann, ne? Genau, ja, CRC. Was war das mit dem Hin und Her da, wo man dann das so eine Tabelle da einträgt, dann kann man wieder, wenn man komplett durchläuft, sehen, was mal, wie es ursprünglich war. Hä? Das hast du bei einem öffentlichen Rest gemacht haben. Also die Tatsache, dass Sie da nicht wissen, wie das Zeug heißt, lässt ja auch tief blicken. Ne? Sie reden vom Trellis-Diagramm, haben wahrscheinlich eine Viterbi-Dekodierung gemacht auf einem Faltungscode. So Stichworte, die mal gefallen sind? Ja. Ja? Gut, also irgendwie, also entweder ich langweile Sie heute gerade, das kann ja gut sein, und vor allem auch die Zuschauer an den Endgeräten, oder Sie sind einfach wirklich müde, sagen Sie mir, was das ist, dann machen wir nach der Pause was anderes. So, was kann der Code?
Und eigentlich müssen wir herausfinden, was ist eigentlich das gültige Codewort mit der kleinsten Anzahl von Einsen. Ne? Also ich habe jetzt hier mal 8 reingepackt. Und habe, wenn ich es richtig gemacht habe, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einsen. So. Den Wind von 7 ist es vielleicht eher nicht. Ne? Weil wenn ich den drehe, kann ich schon mal 2, 3 weniger generieren. Ne? Stimmt doch jetzt, oder? Ja. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Kriege ich es noch kleiner? Die noch umdrehen? Die zwei wieder auch umdrehen auf die Negativseite, aber dann stimmt die unten noch nicht mehr. Das gleiche. 5 wieder, ne? Ja. Da die eigentlich alle gleichberechtigt sind, sollte da kaum irgendwas noch mehr gehen. Ne? Das heißt, wenn ich den umdrehe, stimmt es jetzt? Jetzt bin ich wieder bei 5, ne? Ja, meine, wir haben ja eben schon mal konstruiert, was wir eigentlich können. Wir können ja auch mal andersrum vorgehen. Also was müssen wir noch suchen? Wir konnten korrigieren. Also wir können definitiv korrigieren. Ein Fehler kann korrigiert werden. Das deutet mal darauf hin, dass wir ein D-Min echt größer gleich 2 haben müssen. Ne? Quatsch. Korrigiert heißt, dass D-Min echt größer 2 sein muss. Genau. So, das ist ja erfüllt bislang. Ne? So, und erkennen haben wir eben nicht geguckt. Wir konnten, also wir können sicherlich größer gleich 2 erkennen. Ne? Erkennen konnten wir sie immer, die 2. Auch in, so, das heißt, wir müssten hier mindestens D-Min größer gleich 3 haben. So, wir konnten aber nicht sicher 2 korrigieren. Also 2 korrigieren würde erfordern, dass wir 5 mindestens haben. Das konnten wir nicht. So, also müssen wir irgendwie hier noch einen, müssen wir noch runterkommen. Ehrlich zu sein, weiß ich aber auch nicht, welcher das ist. Können wir gucken, was so passiert. Das müsste sein. Ah, das ist die 0. Ja, okay. Okay, das ist die 0. Das ist er, ne? Passt. Kartencode, was ist das? 2x4. 2x4. D-Min gleich 4. So, passt also mit der Beobachtung überein. Ja? Ja. Die Karten finde ich klasse. Also ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich wollte mir, also sie sind so müde, deswegen mache ich heute irgendwie ein bisschen mehr so mit den Karten. Ich hab das auch noch nicht ausprobiert gehabt, was jetzt das D-Min wirklich ist. Also es passt aber, es passt so mit der Überlegung überein. Ne? So, jetzt können wir jetzt natürlich auch sehen, was das Ding kann. Das heißt also, wir können 3 Fehler erkennen und wir können eigentlich nur einen sicher korrigieren, ne? Weil das muss echt kleiner sein und D durch 2, also 4 durch 2 ist eben 2 und echt kleiner, einen können wir korrigieren. Ne? Also ist ein bisschen, ist nicht so ganz optimal, es wäre eigentlich schöner, wir könnten hier jetzt vielleicht noch einen Fehler mehr korrigieren. Aber das ist eben nicht so. Haben wir ja beobachtet. Gut. Machen wir eine Pause, oder? Viertelstunde.